Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Autopartner American Cars. In diesem Video möchte ich euch den Dodge Challenger RT aus 2018 vorstellen. Der Challenger wird an sich seit ganz vielen Jahrzehnten schon gebaut und die Grundform des Autos ist von Dodge auch beibehalten worden. Wenn wir mal einen 1966er oder 68er Dodge Challenger mit dem heutigen Auto vergleichen, sehen wir, dass die Grundform und die Silhouette eigentlich gleich geblieben ist und gleich behalten wurde. Selbst im Innenraum sind ganz viele Sachen übernommen worden und die Form ist einfach brutal und der Challenger verkörpert das amerikanische Muscle Car. Die Form ist hochgezogen, sehr bullig gehalten und deswegen hat er einfach einen enorm fetten Auftritt, wenn er kommt. Ich zeige euch jetzt mal zu Beginn den Innenraum. Wir haben jetzt hier ein Exemplar mit roten Sitzen, was sehr gewöhnungsbedürftig ist, aber definitiv besonders ist. Platztechnisch haben wir aber ein super Angebot hier. Für ein viersitziges Coupé trotzdem viel Platz. Sitzverstellung geht auch elektrisch. Ich sitze jetzt ganz bequem hier drin im Moment. Ich zeige euch das aber nochmal von außen. Ich zeige euch einfach mal, wie es sich anhört, wenn der Motor startet. Wir haben mittlerweile Keyless Go, was Standard ist heutzutage bei den Autos. Ich lege den Schlüssel mal zur Seite und hört mal mit. Ich weiß nicht, ob man dieses Rütteln gemerkt hat. Wenn das Auto startet, dann rattelt einmal der ganze Body des Autos. Das ist so typischer V8-Sound und typisches V8-Verhalten. Unbeschreiblicher Sound. Im Innenraum ist es mittlerweile relativ technisch gehalten. Ich nehme euch mal mit und zeige euch mal eine etwas engere, detailfreundlichere Ansicht. Von innen ist, wie typisch bei den Amerikanern, das Lenkrad immer gleich gehalten. Wir haben links die ganzen Tasten für die Menüführung, kann ich gleich auch mal zeigen. Wir haben die Freisprechanrichtung, wir haben den Tempomaten. Bei diesem Modell sind jetzt die, ich mach mal eben aus, dann ist der Ton ein bisschen besser. Bei diesem Modell sind diese Tasten jetzt unbelegt, das ist je nach Ausstattung ganz unterschiedlich. Das ist das, was ich meinte, das Charakteristische sind diese beiden runden Anzeigen, die wir hier haben. Beim alten Challenger, bei dem Ur-Challenger sind diese beiden runden Anzeigen genauso zu finden. Selbst diese beiden runden Anzeigen hier drin und die Zeiger dahinter angeordnet, ist ganz typisch für einen Challenger. Wir haben jetzt hier ein Großdisplay, was sich gerade verabschiedet hat, um die Batterie zu schonen. Jetzt meckert er erstmal wieder, weil ich jetzt nicht angeschnallt bin. Das Display ist ein Touch-Display. Ja, wir haben auch Low Fuel, sehe ich gerade. Das Display ist ein Touch-Display, wir können hier verschiedene Sachen einstellen. Wir haben Apple CarPlay und Android Auto. Wir haben sogar hier oben Sitzheizung und Lenkradheizung. Alles Funktionen, die mittlerweile nicht standardmäßig da sind, aber auf jeden Fall gegen Aufpreis zu bestellen sind. Wir haben den typischen Dodge-Schalthebel, den Dodge auch in allen Autos verbaut. Wir haben 8-Gang-Automatikgetriebe, auch serienmäßig mittlerweile beim Challenger. Das Auto schaltet extrem weich und extrem gut. Wir haben mit diesem Getriebe aus unserer Erfahrung noch nie Probleme gehabt und sind vollstens zufrieden damit. Bei der Klimaanlage ist es so, wir haben verschiedene Varianten. Wir können einmal über dieses ganze Feld die Klimaanlage bedienen. Wir haben das Gebläse auf die Frontscheibe, die Heckscheibenheizung, die Temperatureinstellungen für den Fahrer und hier für den Beifahrer, Klimaanlage und die Umluft im Auto. Und hier können wir durchdrehen die Gebläsestärke einstellen, man hört das auch direkt, oder natürlich die Klimaautomatik anwählen. Die gleichen Funktionen haben wir über das Touchdisplay. Wir können auf Climate gehen und dann kann ich hier drüber einstellen, was ich haben möchte. Jetzt steht er im Moment auf Automatik, dann synchronisieren natürlich beide parallel und ansonsten kann ich durch Tippen auswählen, wo ich das Gebläse hinhaben möchte. Ich kann hier die Sitzheizung auswählen oder auch die Sitzkühlung auswählen. Lenkradheizung haben wir natürlich nur links, weil wir natürlich auch nur ein Lenkrad haben. Wir können den Rückspiegel auch dimmen. Ich weiß nicht, ob man diese Funktion jetzt sehen kann
bei dem aktuellen Wetter und der aktuellen Helligkeit. Wir können auch über Control Tower nochmal einen separaten Knopf, um das Ganze aufzurufen. Wir haben jetzt in dem Fall das Navi hier drin. Das ist ein amerikanisches Navi. Das führt uns auch nicht nach Hause. Ich gehe jetzt mal auf View Map. Und wie wir sehen, haben wir eine Unknown Location. Und je weiter ich rauszoome, wir sind jetzt schon bei 7 Meilen Ansicht, er findet keine Karte. Deswegen müsste man bei diesem Navi das Ganze umprogrammieren, das ist aber auch möglich, damit wir deutsche Karten oder europäische Karten auch installiert kriegen. Und bei dem Pink Phone, ich habe jetzt kein Handy connected, wir können aber Apple CarPlay und Android Auto verwenden. Die beiden Verbindungen müssen noch übers Kabel gehen. Alternativ kann ich auch über Bluetooth mein Handy koppeln und dann Musik hören und die Freisprecheinrichtung über Bluetooth nutzen. In dem Modell hier haben wir ein Alpine Soundsystem verbaut, obwohl die meisten unserer Kunden immer sagen, dass der Sound der Musikanlage völlig sekundär ist bei diesem Motorsound. Das Armaturenbrett ist erstaunlich lang. Wir haben hier vorne noch einen kleinen Sensor. Das ist der Helligkeitssensor für die Lichtautomatik. Die Lichteinrichtung haben wir hier. Wir haben natürlich hier das Licht aktuell ausgestellt. Wir können es auf Automatik stellen. Wir können das Standlicht anwählen oder auch das normale Abblendlicht. Da ich faul bin, würde ich es immer auf Automatik stehen lassen. Bei den beiden Möglichkeiten haben wir noch die Möglichkeit, den Tacho zu dimmen und die Helligkeit im Auto zu dimmen. Hierüber lässt sich der Kofferraum öffnen. Und die meisten Kunden fragen immer, wofür dieser Knopf ist. Bei uns ist das die Nebelschlussleuchte. Die amerikanischen Autos haben serienmäßig keine Nebelschlussleuchte. Und deswegen müssen wir die nachrüsten für den deutschen TÜV, damit auch alles TÜV-konform und legal eingetragen werden kann. Wir haben hier im Innenraum nochmal verschiedene Varianten, beziehungsweise im digitalen Display nochmal verschiedene Modi und Varianten, die man einstellen kann. Die zeige ich euch jetzt mal eben. Hier sind die Falltasten und wenn ich jetzt die Falltasten nach unten zum Beispiel drücke, seht ihr, dass er mir verschiedene Varianten anzeigt, die ich zum einen über die Falltasten hier oben sehe. Das ist jetzt der dritte Punkt. Jetzt natürlich ganz wichtig bei dem 5,7 Liter Motor, der Verbrauch. Aktuell, ich zoome mal rein. Aktuell zeigt er uns an, hier unten, 17,5 Liter auf 100 Kilometer. Das ist ein wenig authentischer Wert, die 17,5 Liter, weil wir natürlich im Moment viel rangieren mit den Autos. Dann haben wir mal eine Probefahrt. Das ist also jetzt nichts Langfristiges, wo man sich darauf verlassen kann. Der reguläre Verbrauch liegt bei 12, 13 Liter im Durchschnitt. Natürlich immer abhängig vom Gasfuß, je nachdem wie viel Gas man geben möchte, verändert sich dementsprechend der Verbrauch, das ist natürlich ganz normal. Zu den Leistungsdaten, wir haben 280 kW hier im Challenger, das sind um die 380 PS ungefähr. Beim 5.7er ist das wirklich eine super abgestimmte Variante. Der 5,7 Liter Motor hat einfach einen Hubraum, wir haben keinen Turbolader oder ähnliches, weil Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Hubraum, wie man das so schön sagt. Und deswegen ist das wirklich eine enorme Kombination, die man hier kriegt. Der Preis für so einen Challenger liegt bei, ich gucke gerade aufs Preisschild, der liegt jetzt hier bei knapp 39.000 Euro und der Preis ist absolut fair. Man kriegt viel, viel Auto, wie das bisher bei allen Amerikanern im Fazit so war, man kriegt extrem viel Auto für sein Geld. Von außen, man sieht hier, die Sitze sind elektrisch verstellbar, vor und zurück und hoch und runter. Die Lehne machen wir manuell. Wir können aber den Sitz, machen jetzt erstmal nur ganz nach hinten, sehr weit nach hinten machen. Somit haben auch große Fahrer extrem viel Platz, weil wir auch die Lenksäule über diesen Joystick hier elektrisch verstellen können. Da geht der Lenkrad rein und raus. Und wir können das hoch und runter verstellen. Das heißt, wenn ich es jetzt ganz hoch und ganz rein mache und den Sitz ganz weit nach hinten, dann kann auch jemand drin Platz finden, der weit über 2 Meter groß ist, da auch die Kopffreiheit wirklich super gut ist. Von außen ganz klassisch natürlich das Hemi-Symbol, der Hemi-Motor. Wir haben jetzt hier 20 Zoll Felgen montiert, das ist auch eine Serienfelge beim Challenger RT, kann man dazu bestellen. Wir haben übrigens den in schwarz hier stehen, das Pendant dazu steht in weiß, direkt daneben. Das heißt, wir haben immer verschiedene Farben da, da müsste für euch immer was dabei sein. Klassisch für den Challenger sind vorne die beiden
Leuchten. Es gibt mittlerweile bei größeren Modellen bis zum Hellcat hin, ist diese Lampe sogar hohl, beziehungsweise dieser Kreis hohl. Bei den großen Modellen dient es sogar zur Luftansaugung für den Motor, bei anderen Modellen ist es mittlerweile nur noch Optik. Aber auch die Front ist ganz klassisch Challenger-Stil. Wir haben der Großteil ist schwarz, der Front, und dunkel gehalten. Wir haben aber das klassische RT-Logo, was man immer noch kennt. Und diese beiden Chrom-Umrandungen hier, die auch klassisch beibehalten werden. Das Modell ist jetzt 2018er Baujahr. Wir haben hier noch die alte Motorhaube mit den zwei Lufteinlässen auf den Seiten. Die neuen Modelle, wir haben aktuell keinen da leider, haben aber welche unterwegs, haben mittlerweile die SRT-Haube serienmäßig, auch beim 5,7 Liter. Die SRT-Haube hat nur noch einen, hier vorne einen Lufteinlass in der Mitte, einen großen, und die beiden äußeren links und rechts fallen weg. ...5,7 Liter V8. Der Hemi-Motor. Dodge baut diesen Hemi-Motor in nahezu alle Modelle ein, bis auf den Grand Caravan. Ansonsten im Ram, im Durango, im Charger, im Challenger wird dieser Motor überall verbaut, und er ist einfach extrem zuverlässig. Wir haben, genau wie mit dem Getriebe, bisher noch keine Probleme gehabt. Der läuft wirklich wunderbar. Im Bereich des Motor-Tuning kriegen wir auch immer einige Anfragen. Motor-Tuning der Fahrzeuge führen wir bei uns hier nicht durch. Können euch aber gerne behilflich sein bei allen anderen Fragen, optische Tunings oder ähnlichen Wünschen. Das war unser kurzer Überblick zum Dodge Challenger RT. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen, angenehmen Tag noch. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like und ein Abo auf unserem YouTube-Kanal da. In Zukunft machen wir weitere Videos. Es wird noch Fahrvideos geben vom Challenger, wo wir uns nochmal die technischen Daten genauer anschauen. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.